Ah, guck an, Captain Norma Kugiano ist auch schon hier. Na, und schon ein paar Steine geworfen? Ach nee, du Felix. Im Alter wird man ruhiger. Wie geht's den Kindern? Das war wieder so typisch, ey. Muss ja wieder auf meinen unbezahlten Alimenten rumreiten, der Arsch. Aber zum Glück haben wir heute Debatte, ne? Da will ich gleich schön argumentativ auseinandernehmen. Nach dem Intro. Strafzölle gegen Europa und China, Aufkündigung von Freihandelsabkommen und Verlagerung von Arbeitsplätzen in die USA. Kurz America First. Das ist das Credo, nach dem US-Präsident Donald Trump handelt und damit die globale Gemeinschaft gefährdet, die wir über Jahre aufgebaut haben. Dabei bringt der internationale Handel eine Menge Vorteile mit sich. Alle Staaten stehen in einer gegenseitigen Abhängigkeit, wovon Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen profitieren. Wir Deutschen bekommen regelmäßig die neuesten Smartphones der internationalen Big Player und beglücken dafür die Autofahrer aus aller Welt mit unseren dreckigen Dieseln. Und genau das ist Donald Trump im Begriff zu zerstören. Ach, Felix, Felix, Felix. Wir haben gerade erst angefangen zu diskutieren und schon bist du so fantasielos, dass du direkt Donald dissen musst. Schwach. Können wir nicht einmal eine Diskussion führen, in der du Protektionismus nicht sofort mit Trump gleichsetzt? Okay. Lassen wir den Verrückten im Weißen Haus mal außen vor. Seit der Jahrtausendwende haben sich die deutschen Exporte mehr als verdoppelt. Selbst die Finanzkrise 2008 hat der Entwicklung des deutschen Handels dabei nur kurzzeitig einen Knick versetzt. Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtief und uns geht es so gut wie niemals zuvor. Warte mal, Felix, da muss ich jetzt mal gerade einhaken. Weißt du, was mich richtig, richtig zornig macht? Mal scharf überlegen, dass in nächster Zeit keine Demo ist, auf der du ein paar Molotows werfen kannst? Ach Felix, nein. Also doch, aber ich will auf was ganz anderes hinaus. Wenn Leute wie du immer anfangen, von den Vorteilen der Globalisierung für Deutschland zu faseln. Jetzt stell dir mal vor, wir essen zusammen eine Pizza. Ich nehme jetzt 3/4 von der Pizza und esse das alles auf. Gut für mich? Ich habe ja schließlich dann keinen Hunger mehr, aber schlecht für dich, du hast noch Hunger. Wenn Deutschland Vorteile entstehen, dann haben andere Länder Nachteile. Wenn Deutschland zum Beispiel extrem viel nach Österreich verkauft, dann kann sich die Wirtschaft dort weniger gut entwickeln. Dadurch gibt es weniger Arbeitsplätze und der Weg für Populisten wird geebnet. Und genau das siehst du ja auch gerade in Österreich. Aber nicht nur dort. Lass uns mal einen Blick auf die Europakarte werfen. Hier sieht man die Flaggen der Länder, aus denen das Land am meisten importiert hat. 17 von 27 EU-Partnern. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Also 60% der Länder in Europa importieren am meisten aus Deutschland. Willst du das, Felix? Wo ist denn deine europäische Solidarität, wenn es mal drauf ankommt? Gegenfrage, mein Freund. Willst du Populisten ernsthaft den Nährboden dadurch nehmen, dass du ihnen gibst, was sie wollen? Ja, Felix, jetzt lass mich doch erstmal bitte ausreden. Nur weil ich dir eine rhetorische Frage gestellt habe, heißt das noch lange nicht, dass ich da jetzt auch eine Antwort von dir drauf haben will. Kannst du dich noch an TTIP erinnern? Und an die Tatsache, dass genau du versucht hast, das Abkommen zu verhindern? Mit 18 Online-Petitionen, aber ohne ein einziges Mal eine Demo zu besuchen? Dieses Freihandelsabkommen, gegen das ein Riesenprotest entstanden ist? Worum ging's denn da? Weißt du wahrscheinlich nicht mehr, aber ich helfe dir mal auf die Sprünge. Alle hatten Angst, dass plötzlich die ganzen amerikanischen Produkte mit schlechterer Qualität zu uns in die Läden kommen. Chlorhühnchen oder Babyspielzeug mit giftigen Inhaltsstoffen. Oder ein anderes Beispiel. Schon mal ein Billo-Ladekabel auf Amazon gekauft und dann gemerkt, dass das dein Handy kräht, wenn du nicht aufpasst? Dann kaufe ich mir einfach ein neues. Und außerdem von jemandem, der wirklich jede Demo besucht, nur mal wieder seine generelle Anti-Haltung ausleben zu können, muss ich mir sowas nicht sagen lassen. Und wenn du Billigprodukte ansprichst, da gibt es ja auch genügend Gegenbeispiele. Ich habe es vorhin bereits kurz angesprochen, lebensveränderte Innovationen wie das Smartphone setzen sich blitzschnell international durch. Einige andere Produkte wiederum gibt es nur mal nur in bestimmten Ländern, wie exotische Früchte oder kostbare Rohstoffe wie Öl. Und um nochmal auf das Smartphone zurückzukommen, das ist an deiner Hand doch auch förmlich festgewachsen, Janosch. Was würdest du wohl tun, wenn wir die von dir geforderten Zustände hätten, ne? Ach komm, also bitte Felix. Sowas kommt von Mr. Instagram höchstpersönlich, dem kein Bild seiner Füße aus dem Dubai-Urlaub zu viel ist und der jeden Sonnenuntergang so zelebriert, als gäb's den nur einmal im Jahr. Hier, guck mal. Felix am Strand, Felix an der Poolbar, Felix heroisch in der Wüste. Das tut jetzt nichts zur Sache. Aber hey,
Folgt mir auf Instagram. Ach, Felix, komm, jetzt hör mal bitte auf mit deiner Insta-Promo und lass uns weitermachen. Weißt du eigentlich, wie die Globalisierung in der Praxis abläuft? Ich zeig's dir mal am Beispiel von Milch. Das kannst du aber genauso gut auf die gesamte Landwirtschaft übertragen. Die Milchbauern in Europa werden von der EU mit Geld unterstützt. Dadurch können sie ihre Milch billiger verkaufen. Weil innerhalb der EU aber viel zu viel Milch produziert wird, wird daraus Milchpulver hergestellt und das exportiert. Wohin? In alle möglichen Länder in Afrika. Und jetzt kommt's. Das ist in Afrika billiger als die Milch, die von den einheimischen Bauern stammt. Und das hat zur Folge, dass sich viele Wirtschaftsbereiche in genau diesen Ländern erst gar nicht entwickeln können. Der Weltbank zufolge ist die Landwirtschaft doppelt so effektiv für die Armutsbekämpfung wie andere Sektoren. Also Felix, ich will dir jetzt zumindest das Gefühl geben, dass wir gemeinsam auf eine Lösung stoßen. Also, was kann man dagegen jetzt unternehmen? Weiß ich nicht. Wir schicken Ungarn in die Politik und lassen die Milch verbieten. Super Idee, Felix. Aber nicht ganz. Afrikanische Länder wie Ghana, die müssen den Import von Milch verbieten oder ihn zumindest mit hohen Zöllen belegen, damit sich eine eigene Wirtschaft überhaupt erstmal entwickeln kann. Das ist die einzige Lösung. Und bevor du jetzt wieder mit dem Protektionismus kommst und wie böse er doch ist, dann lass uns doch erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Deutschland im 19. Jahrhundert. 50 Jahre nach den Anfängen der industriellen Revolution in Großbritannien beginnt auch die Industrialisierung in Deutschland. Damit sich die Eisen- und Stahlindustrie überhaupt erstmal entwickeln kann, werden sogenannte Erziehungszölle erhoben. Die deutsche Montanindustrie kann so mit der noch deutlich produktiveren englischen Industrie konkurrieren. Und sie schließlich sogar überholen. Das hat sich an anderen Stellen der Geschichte immer und immer wieder wiederholt. Dem Protektionismus von damals hast du also eine Menge zu verdanken. Und jetzt soll er plötzlich schlecht sein? Janosch, du berufst dich auf die Bedürftigen und unterschlägst dabei aber wissentlich oder unwissentlich, dass der globale Handel in den letzten Jahren massiv zur Reduzierung der weltweiten Armut beigetragen hat. Der Anteil der sehr Armen an der Weltbevölkerung sank innerhalb von 30 Jahren um ganze 75%. Ein Paradebeispiel stellt dabei China dar. In den 80er Jahren lebten fast 90% aller Chinesen in extremer Armut. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hat sich das Land dann wirtschaftlich geöffnet. Und siehe da, jetzt ist es nur noch knapp 1%, das in ärmlichen Verhältnissen leben muss. Und wenn wir schon beim lieben Geld sind, durch die internationalen Anbieter erhöht sich die Konkurrenz auf den Märkten, was wiederum die Preise drückt. Dadurch steigt die Kaufkraft der Bürger, die sich vom selben Geld mehr leisten können. Und das müsste doch einen anarchistisch linksversifften Gutmenschen wie dich besonders freuen. Allerdings zeigt eine Studie zweier US-Wissenschaftler, dass diese Wirkung verpufft, wenn hohe Zölle erhoben werden, wie es jetzt Donald Trump anstrebt. Durch die Beendigung des internationalen Handels würden die ärmsten 10% der Weltbevölkerung knapp 2/3 ihrer Kaufkraft einbüßen. Und selbst bei den Reichen wäre es immer noch fast 1/3. Felix, in der Theorie klingen deine Argumente zugegebenermaßen ziemlich sinnvoll. Aber in der Praxis, da sieht's völlig anders aus. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Kaufkraft auch wirklich steigt. Du kannst dir jetzt also plötzlich für 10 Euro anstatt einem T-Shirt 2 bei H&M kaufen. H&M nimmt das hin und freut sich ganz uneigennützig, dir für denselben Preis jetzt mehr geben zu können. So würde es zumindest in einer zusammengeschusterten Globalisierungsfanatikblase ablaufen. Aber Felix, wir sind hier in der Realität. H&M ist ein Unternehmen und das kann man ihnen nicht mal vorwerfen. Das Einzige, was ihr Herz schneller schlagen lässt, ist Knete. Was machen sie also? Sie verlegen ihre Arbeitsplätze in arme Länder, in denen die T-Shirts billiger genäht und die Arbeiter unterbezahlt werden. Kinderarbeit inklusive. Ein paar Beispiele gefällig? Nike ist nach Vietnam abgehauen. Auch Adidas, ein deutsches Unternehmen, lässt 4 von 5 Artikeln im asiatischen Raum produzieren. Apple, ein amerikanisches Unternehmen, lässt hauptsächlich in China produzieren. Und das mit fatalen Folgen. Apples Produzent Foxconn musste in seinen Fabriken Fangnetze installieren, um die Mitarbeiter vom Selbstmord abzuhalten. Stopp mal kurz, Janosch. An dieser Stelle möchte ich einmal mehr China als Gegenargument anführen, wo die Löhne in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Und es ist aus meiner Sicht wahrscheinlich, dass andere Länder sich daran ein Beispiel nehmen werden. Denn billige Arbeitskräfte brauchen mehr Zeit, um dasselbe zu produzieren. Gut ausgebildete Arbeitskräfte beziehen vielleicht mehr Gehalt, sind aber auch produktiver und dadurch aus Unternehmenssicht häufig sinnvoller. Und auch wenn ich mich wiederhole, ich muss nochmal auf die eingangs von mir angesprochene wirtschaftliche Vernetzung zu sprechen kommen. Denn diese internationale Zusammenarbeit fördert natürlich auch das Verständnis untereinander.
Das wiederum hält den in Europa seit 7 Jahrzehnten währenden Frieden aufrecht. Der von dir angestrebte Protektionismus, oder nennen wir das Kind ruhig beim Namen Nationalismus, führt hingegen früher oder später zu Konflikten, mein lieber Janosch. Mr. Worldwide Willix beschwört mal wieder die internationale Gemeinschaft. Dabei ist doch völlig klar, dass unsere moralischen Vorstellungen immer hinter unseren wirtschaftlichen Interessen zurückstehen. Man muss sich doch nur mal den Irakkrieg angucken oder ganz aktuell die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die bomben im Jemenkrieg gerade die halbe Zivilbevölkerung weg. Sind aber auch schöne Länder zum Urlaub machen, oder Felix? Dein bestes Argument ist also meine Urlaubsvita. Ganz stark. Ach Felix, du weißt doch, ich mag dich. Aber mit dem nächsten Argument wird das Eis ganz dünn für dich. Mehr Freihandel führt im Endeffekt nur zu stärkeren Umverteilung. Global agierende Unternehmen werden immer reicher und der einfache Bürger, der wird immer ärmer. Janosch, ich weiß eigentlich schon, dass deine Antwort nein ist, aber ich frag mal trotzdem. Hast du schon mal was vom Gini-Koeffizienten gehört? Dieser beschreibt die Verteilung von Einkommen. Vor der Besteuerung liegt er sowohl in Deutschland als auch in den USA bei 0,51. Das ist ein sehr hoher Wert. Der Staat hat nun die Aufgabe, durch Steuern dafür zu sorgen, dass das Einkommen gleichmäßiger verteilt wird. In Deutschland funktioniert das auch einigermaßen gut und der Wert sinkt nach der Besteuerung auf 0,29. In den USA nicht. Dort fällt der Wert nur auf 0,4. Das Problem des amerikanischen Arbeiters ist also nicht die Globalisierung. Es ist die fehlende Umverteilung durch Steuern und vor allem das schwach ausgeprägte Sozialsystem. Und wie Donald Trump zu dem steht, ist ja bekannt. Auch wir in Deutschland sollten gerade in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs den Sozialstaat wieder stärken. Freihandel und Sozialstaat sollten sich in einer sozialen Marktwirtschaft eben nicht ausschließen. Oh Mensch, es gab doch mal eine Partei, die eigentlich genau dafür stand. Mensch, wie hieß sie denn nochmal? Das war doch die SPD, oder? Richtig, so hieß sie. Ja, ursprünglich gab es ja mal sogar 2 Parteien, die für die soziale Marktwirtschaft standen. Ludwig Erhard, ein CDUler, hat das eingeführt. Ja, eigentlich schon komisch, dass das heute beides keine Volksparteien mehr sind. Aber Felix, das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne noch eine Abstimmung starten. Hier oben im i, da könnt ihr abstimmen, wenn ihr so total meiner Meinung seid. Und wenn ihr nicht meiner Meinung seid, dann stimmt einfach gar nicht ab. Komm, stimmt einfach für mich ab. Hashtag Team Felix. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, und damit bis zum nächsten Mal.